So, jetzt habe ich die kleinen Vorbereitungen abgeschlossen und jetzt können wir hier loslegen. Ja, es wird ja schon angekündigt, dass wir in Zukunft die Mod-Konfis, die es in unserem schönen Forum gibt, ein bisschen audiovisuell machen. Grund ist deshalb, weil das Dev-Team das Gefühl hat, dass die Ankündigungen nicht richtig gelesen werden oder gar nicht gelesen werden oder wie auch immer. Deshalb machen wir das Ganze jetzt hier mal auf diesem Weg. Wir werden uns mit zwei Ankündigungen beschäftigen zu zwei Mod-Konfis, die jetzt ein Stückchen schon zurückliegen. Beziehungsweise die letzte ist von gestern, dem 20.06. Und die, mit der wir uns auch beschäftigen werden, ist vom 13.06. Mit letzterer fangen wir natürlich auch an. Ich denke, ich werde es so machen, dass ich euch jedes Thema einzeln erkläre und nicht eine allgemeine Themenübersicht am Anfang. Sollte das gewünscht werden, kann man später im Forum ja was drunter schreiben. Ja. Allgemeine Verbesserungsvorschläge nehme ich natürlich auch immer gerne an. Es ist jetzt ja, ein erster Test, das Ganze so zu machen. Es ist auch live immer auf Twitch. Ja, also wenn ich irgendwas vorbereiten muss oder kurz über ein Thema selbst nochmal mich 2 Sekunden sammeln muss und nachdenken muss, werde ich immer kurz ein Lied einspielen oder sowas. Dann haben auch die, die es live verfolgen, haben ein bisschen Ablenkung. Ja, steht dann immer oben links der Name vom Lied, bevor sowas gefragt wird. Ja, okay, jetzt legen wir mal los. Also, das erste Thema wurde von Philly gestellt. Sie ist die Endkontrolle des Baganismus-Clans. Es betrifft also unseren guten Bastian. Es ging darum, Philly hatte das Gefühl gehabt, dass Techniken bzw. Gegenständen anderen Fähigkeiten im Clan oder von anderen Spielern zu sehr ähneln. Und daraufhin kam halt die Diskussion, ist es überhaupt möglich, dass ja, dass so eine Gleichsetzung oder Gleichstufung von Fähigkeiten und Gegenständen, dass man das überhaupt machen sollte. Ja? Im Fall jetzt vom Baganismus ging es um die Wirkung von Honig der Kamisurus, die einem Gegenstand vom Baganismus-Clan halt sehr ähnlich sind. Ja? Das Dev-Team hat sich darüber unterhalten und wir haben beschlossen, dass sein Verstickungsbeutel, um den es geht, dass der so wie er ist, passend ist. Und wir es nicht möchten, dass Vergleich gezogen werden zu anderen Gegenständen und Besonderheiten. Das Dev-Team wird immer natürlich gucken, dass sich Fähigkeiten nicht grundsätzlich ähneln. Ja, das bedeutet also, wenn jetzt zum Beispiel jemand, nehmen wir am besten ein Manga-Beispiel, jemand möchte ein regeneratives Chakra haben. Natürlich kann es andere regenerative Chakren geben. Ja, wir wissen aber durch den Manga definiert, die Obergrenze von regenerativem Chakra, ist das Kyuubi-Chakra und keine regenerative Kraft darf stärker sein wie dieses Kyuubi-Chakra. So. Aber natürlich dürfen andere regenerative Kräfte existieren. Das ist der Punkt, weil wenn jetzt in diesem Fall nur die Kamisuro-Klebeeigenschaften haben dürften, ja, dann wäre jeder Gegenstand, der Klebeeigenschaften hat, abgelehnt. Was aber nicht sein kann, weil auch durch den Manga zum Beispiel der Rokubi hat durch seinen Schleim Klebeeigenschaften und da war relativ schnell klar, dass das ja, Sache der Bewertung ist und sicherlich werden Bastian und Philly da auf einen Nenner kommen, dass der Baganismus-Clan sehr bald ins RP starten kann. Ein Hinweis für dich, Bastian, falls du dir das anhörst, solltest du zumindest, weil es wird die Ankündigung ersetzen. Beim Baganismus-Clan sind noch einige Punkte, da habe ich als dein Bewerter nicht ganz aufgepasst, die du nicht umgesetzt hast von meiner Kritik. Da habe ich in der Kontrolle ein bisschen gepennt. Es geht darum, zum Beispiel alle chemischen Begriffe müssen entfernt werden. Das habe ich dir gesagt, dass das raus muss und Philly wird dir da in Absprache mit mir nochmal eine Liste zukommen lassen, was jetzt nochmal geändert werden muss. Und ich denke, dann ist dein Clan recht schnell im RP. Okay. Kommen wir zu einem User-Thema, was uns von Peter aka Chiba gestellt worden ist. Seiner Meinung nach oder in Rücksprache mit einigen Neulingen war es so, dass die Teamübersicht in unserem Forum, die ihr über die Schnellleiste erreichen könnt, das kann ja jeder, der jetzt live zuschaut, kann das vielleicht mal kurz machen.
was aber natürlich die wenigsten sind, weil keiner natürlich weiß, dass ich das jetzt gerade mache. Über die Schnellleiste könnt ihr das Team direkt sehen. Ja, also macht es einfach mal, oder ich mache es selbst jetzt hier mal, dass ich da nicht nichts Falsches sage. Ja, da ist dann natürlich aufgelistet das Team, die Ansprechpartnerbereiche, die verschiedenen Klassifizierungen, ja, bei Pat und mir, Admin zum Beispiel, dann die Rollenspielmoderatoren, dann unser normales Moderatorenteam, was momentan eigentlich nur eine ist, das ist Mario, und dann unsere zwei Aushilfen, die wir momentan haben. So, es kam zu folgendem Problem wohl, dass die Leute gedacht haben, dass diese Teamübersicht wohl irgendetwas mit dem RP zu tun hat. So, was aber irgendwie, also uns im Staff-Team war nicht ganz klar, wie man auf so ein Problem kommen kann oder wie es da überhaupt zu einem Problem kommt, weil es steht auch ganz klar dabei, es ist das Team, es sind Klassifizierungen und Ansprechpartnerbereiche, also keine Ahnung, wie da jemand auf das RP irgendwie einen Rückschluss ziehen kann. Die Übersichten vom RP, die findet man, wie schon der Name es sagt, bei den Übersichten entsprechend unter den Guides, und da sollte es eigentlich nicht zur Verwechslung kommen. Falls ihr das anders seht, bitte schreibt es unserem Team, und dann kann man das vielleicht in Staff-Team umbenennen, aber momentan sind wir da absolut keine Notwendigkeit für. So, das war's zum Thema Schnellleiste. Jetzt in erster Linie schon mal ein Dank, dass immer fleißig Themen gestellt werden, auch von den Usern. Das ist sehr wichtig. Nicht nur, dass es uns in der ModConf nicht langweilig wird und wir anfangen müssen, ja, irgendwelchen Schwachsinn zu machen. Nein, es ist auch darum, das Dev-Team kann nicht immer alles sehen. Ihr müsst das so sehen, dass wir sehr, sehr, sehr stark auf euch angewiesen sind. Ihr belebt das RP, ihr spielt mit uns im RP, und es ist ganz wichtig, dass, wenn euch was aus dem Herzen liegt oder wenn ihr irgendwas Wichtiges habt, was man unbedingt besprechen muss, sagt's uns. Selbst kleine Anliegen, gar kein Problem. Einfach einen Mod oder am besten den Ansprechpartner, wenn es einen zu eurem Thema geben sollte, anschreiben, und dann kann man sich darüber unterhalten. So, dann geht es mit dem Lieblingsthema einiger weiter. Ja, ich sehe da schon mal den guten Fudo Hikari, also Kevin, sich in der Abwesenheit begeben. Es geht ums Thema Balancing. Wie in einigen Mod-Confis zuvor schon angesprochen, ja, es soll ein Balancing geben, einmal monatlich. Wir haben die Roleplay-Convention, wo wir ja einigen User-Kontakt hatten, dazu genutzt, um zu gucken, wie die Leute das Balancing am liebsten haben möchten. Und ja, als Ergebnis kam, dass wir einmal monatlich uns alle Charaktere angucken, beziehungsweise uns verschiedene Gruppen anlegen werden, ja, und diese Gruppen werden dann bearbeitet, beziehungsweise, wie schon auch in der Ankündigung erklärt, wird ein Balancing von drei Leuten durchgeführt, also wie das normale Bewertungssystem. Die drei Leute schreiben auch einzeln, ja, das kann natürlich sein, dass ihr eine PN nur von einem Einzelnen bekommt und nicht von der ganzen Gruppe, ja, schreiben euch die Kritikpunkte, ihr stellt eine Nachbewerbung, und die Nachbewerbung wird dann angenommen, und dann wird euch das im Charakter eingetragen. In diesem Balance-Zuge könnt ihr natürlich auch nochmal euer Design von euren Charakteren überarbeiten oder kleinere Fehler, Rechtschreibfehler und so weiter bearbeiten, dann wird euer kompletter Charakter raus verschoben, und dann wird das Balancing praktisch im Charakterbewertungsbereich vollzogen. So, ich möchte jetzt euch die Kandidaten vorstellen, die es in der Alpha-Gruppe erwischt hat, und die von den drei ehrenhaften Bewertern. Das ist einmal der gute Max, also Ishinara, es ist Mario, also Suko Osoyami, und meine Wenigkeit, der wunderherrliche Minato Uzumaki. Wir werden uns mit dem Balancing beschäftigen und werden die Alpha-Gruppe abarbeiten. Ich werde euch jetzt kurz sagen, wen es in der Alpha-Gruppe erwischt hat. Das ist, zum einen ist es Kana Soin, es ist Seiji Masamori, es ist Shiba Hyuga, es ist Ryozaki Yagami, Winry Rokubero, Nana Suzumiya, Felicita Taiko, Yumi Kiori, Kenichi Okumura, Mizuhime Kuchinawa, Shishi Inazuka, dann geht's weiter mit Takashi Aono, Minato Uzumaki, Senyugahara Kamizuru,
Izanagi Senju, Kagami Toshiro, Zuko Osoyami, Sabatea Hanami, Finjus Nitome, Mirayane Shogun, Shigeru Uzumaki, Riran Soyon, Yu Akto, Soleil Kaguya, Saya Aurion und Kratos Aurion. Ja, die Pfiffigen unter euch werden natürlich schon gemerkt haben, dass das eine komplette Seite ist. Ist die Seite 2 praktisch unter den angenommenen Charakteren. Mit denen werden wir anfangen. Und dann werden wir wahrscheinlich die Seite 1, weil es jetzt mit den Bewertungen wieder ein bisschen mehr wird und wir auch noch guide-technisch einiges zu überarbeiten haben, werden wir die Seite 1 dann in Beta-Gruppe nicht mehr komplett durchbekommen. Vielleicht werden wir es nochmal aufteilen, aber das das zu dann zu einem späteren Verlauf. Das zum Thema Balancing. Ihr werdet, wie gesagt, von Mario, Max oder mir eine PN bekommen und dann bitte sollte das Ganze zeitnah überarbeitet werden. Da ich will, dass ihr auch die alten Ankündigungen lest, wir haben damals gesagt, haben wir eine Maximal-Timespanne festgelegt, in der ihr das bearbeiten sollt, und wer das nicht in der vorgegebenen Zeit macht, muss mit einem Verwarnungspunkt rechnen und wird danach für das RP gesperrt, bis er die Überarbeitung vollzogen hat. Es ist so, dass wir gesagt haben, okay, wenn man das überarbeiten muss, ist man nicht fürs RP gesperrt erstmal, einfach um euch zusätzlich zu motivieren, dass ihr das auch macht, ihr könnt währenddessen weiter posten, gar kein Problem. Natürlich, kritisierte Fähigkeiten oder kritisierte Dinge wie immer dürfen nicht in RP benutzt werden, aber ihr dürft weiter posten, um da auch euren Postpartner nicht, oder ihr seht ja selbst, in der Alpha-Gruppe sind jetzt relativ viele, das würde das RP komplett lahmlegen, wenn da alle nicht posten dürften. Deswegen haben wir das so gemacht, aber wenn er in der vorgegebenen Zeit nicht in die Pötte kommt, dann bekommt er ein VWP und ihr seid dann fürs RP gesperrt. Also tut euch selbst einen Gefallen, zieht die Bearbeitung schnell durch, es sollte ja auch nicht so viel sein. Wir achten darauf, dass die PNs zum Beispiel, es hat in der Alpha-Gruppe all meine Charaktere erwischt, wir gucken jetzt natürlich, dass, gut, außer Kojo ist nicht dabei, aber der ist momentan ja eh auf Eis gelegt, dass halt nicht plötzlich jemand alle seine Charaktere überarbeiten muss, sondern die PNs gehen so raus, dass jeder immer einer zu tun hat oder zwei zu tun hat. Je nachdem. Das ist aber von Fall zu Fall halt verschieden. Okay, machen wir weiter. Das Balancing-Thema ist, denke ich, abgehakt. Das Thema bzw. die Alpha-Gruppe ausgewählt hat im Übrigen unsere Philly, also Tiayuki. Und jetzt geht's mit Themen von Patrick aka Toshiro weiter. Ihm ist etwas ausgefallen beim Hiraishin, was er ja selbst mit seinem Toshiro verwendet. Ich denke, das wird jedem User auch gleich gehen, wenn man etwas selbst benutzt oder Dinge selbst bespielt. Dann ist es oft so, dass es einfach schwierig ist oder man schnell erkennt, wenn irgendetwas nicht funktioniert, besonders im Kampf-RP kann das so sein, da merkt man selbst, okay, hoppla, das ist nicht im Balancing oder das macht keinen Sinn, so wie es jetzt ist. Und da ging es eben ums Hiraishin. Wir haben damals das Hiraishin in Version 1 und 2 geteilt. Grund ist einfach, weil Hiraishin wurden, am Anfang wurde nie ein Jutsu mit teleportiert und als das der gute Minato Namikaze im Manga das erste Mal im Kampf gegen Obito gemacht hat, hat er sein Hiraishin auch Hiraishin Version 2 genannt. Daraufhin haben wir das damals beschränkt mit unserem damaligen Ansprechpartner noch. Und wir haben jetzt erkannt, dass das eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weil selbst in der Hiraishin Version 1 müssten Jutsu mit teleportierbar sein. Grund ist einfach deshalb, weil das Siegel, das Hiraishin Siegel an sich ist ja auch in den Jutsu, so, beziehungsweise im Fuhin Jutsu. Dann dürfte das auch nicht mit teleportiert werden und das macht keinen Sinn. So, und deshalb, werden wir die Version 2 streichen und alles, was die Version 2 kann, wird in die Version 1 übertragen und da hat Patrick halt jetzt ein bisschen Glück, dass er die Version 2 praktisch automatisch kann. Aber es gab es in der Vergangenheit schon öfters, dass wenn Jutsu gestrichen wird und dann seine Effekte in einem anderen zugeteilt werden, hat man halt nicht mehr zwei Jutsus, sondern eins. Patrick hat halt jetzt einen kleinen Bonus. Freut er sich riesig und wir können mit dem nächsten Thema weitermachen.
Ja, es geht auch um etwas, was Patrick halt primär nur sich aufgefallen ist. Es geht um ein Jutsu, was er in der Schriftrolle hat, was eigentlich ein Kekkei-Wissen benötigt. Wir haben es jetzt so gemacht, dass Patrick sich dieses Kekkei-Wissen erstellen darf. Und das Kekkei-Wissen wird zusätzlich zu der Technik, es geht um das Jikukan, wird es zusätzlich in die Schriftrolle zum Erlernen dazugeschrieben und dann soll er erst das Wissensgebiet lernen und dann ja, die Technik an sich. So. Er muss dafür halt keinen Austausch machen, das heißt, er bekommt das extra dazu getragen, weil es halt eben eine Balance-Änderung war mit dem Hiraishin und so passt das. So, das war's zur MK vom 13.06. Da war es nicht so viel. Ich mache gleich weiter mit der MK von gestern, vom 20.06. Aber erst ja, hole ich mir noch was zu trinken, weil das viele Quasseln am Stück, das macht einen schon ziemlich fertig. Also, bis gleich. So, machen wir weiter im Text. Ich denke, das mit meinem Streaming-Programm hat ganz gut funktioniert. Und ja, ModConfi vom 20.06. Die haben wir gestern ein bisschen vorverlegt. Und es war ja wirklich einiges zu besprechen. Also viele Ausnahmen und deswegen legen wir los. So, ein Thema, welches schon Kaori ziemlich am Herzen lag, war der Erhalt von besonderen Ausrüstungsgegenständen in RPG. Wir haben jetzt in der Bewertung von einem besonderen Gegenstand von Mira, also unserer Tina, gemerkt, dass es wirklich schwierig ist, wenn man ja, die genauen Fähigkeiten von einem Gegenstand noch nicht kennt, diesen in RPG umzusetzen, weil unsere aktuelle Regelung sieht es vor, dass wenn man sich einen Gegenstand bewerben möchte, man das Ergebnis bewirbt. Weil, das müsst ihr euch so vorstellen, das Dev-Team, auch wenn euer Charakter noch nicht weiß, was er mit dem Gegenstand anfangen soll oder welche Fähigkeiten der Gegenstand hat, das Dev-Team oder die Bewertung ist allwissend. Ja? Das verhindert, dass ins RP etwas kommt, was nicht gebalanced ist. So, machen wir ein anderes Beispiel, dass ihr das besser verstehen könnt zum Thema Charaktere. Ja? In der Charakterbewerbung ist eurem Charakter vielleicht seine Herkunft unklar oder ihm ist unklar, welche Elemente er besitzt, aber von Steff-Seite aus oder von Bewerter-Seite aus ist das offensichtlich. Da sind eure Elemente als inaktiv markiert, eure Herkunft ist klar definiert, wenn ihr aus einem Clan stammt. Ob das euer Charakter weiß, das ist was völlig anderes. Und genauso ist es bei der Bewerbung von besonderen Gegenständen. Ja? Auch wenn euer Charakter noch nicht weiß, was er mit dem Gegenstand anzufangen hat oder welche Fähigkeiten der Gegenstand hat, die Bewertung ist allwissend, die Bewertung muss es wissen. Ja? Wenn wir das jetzt umändern würden, ja, das Thema ist, hat Philly gestellt, weil Philly hatte auch einen Vorschlag dazu gebracht, den ich jetzt nicht näher erläutern möchte, weil es einfach keinen Sinn ergibt für uns von Steff-Seite aus. Es macht zu große Lücken, wenn wir da jetzt die Regel aufbrechen und sagen, ja, es reicht, wenn er das grob beschreibt und dann im Zuge des InRPs da zusätzliche Eigenschaften dazu definiert. Nein,
Das geht nicht. Wenn ihr einen Gegenstand bewerbt, auch wenn es noch nicht der vollständige besondere Gegenstand ist, dann habt ihr ein Material, ja, dann bewerbt ihr das, schreibt die Eigenschaften da rein, was das kann, und dann können wir später sehen, wenn ihr euch daraus einen Gegenstand baut, ob das auch passt. Ja. Ich mache ein Beispiel, was schon ein bisschen länger zurückliegt, aber von der Abfolge auch ziemlich gut ist, ist zum Beispiel Thias Schwert gewesen. Ja, das ist aus einem ehemaligen Schwert von einem anderen User-Charakter entstanden, von Kevins Dante. Der hatte ein Schwert, was so eigentlich nicht viel konnte, aber es hatte die Besonderheit, dass es einen Zugang zur Unterwelt öffnen konnte. So. Das Schwert kombiniert mit Minatos Zahn wurde dann zusammengeschmiedet, zusammen mit einem anderen Metall, und ergab dann Thias Schwert. Ja? So. Das bedeutet, man hat eine Grundeigenschaft von einem Schwert, man hat Grundeigenschaft von weiteren Materialien, und zusammen ergibt es das. So kann man das machen. Man kann sich praktisch erst Materialien bewerben und dann nach und nach praktisch sich seinen gewünschten Gegenstand heranzüchten, sage ich jetzt mal. So. Und es sollte jetzt eigentlich jedem klar sein, warum wir die Regeln nicht lockern können. Ja, es ist einfach balance-technisch nicht umsetzbar. Ich mache jetzt mal ein krasses Beispiel. Ich bin jemand, ich kenne das Regelwerk, ja, ich weiß, wo sind unsere Lücken, wo sind unsere Schwächen. Wenn ich diese Regel jetzt haben oder vor mir habe, das ist meine Basis, dann könnte ich die ausnutzen. Ja, ich könnte sagen, okay, hier, ich habe die Schatulle des Bösen, ja, nicht definiert, was da drin ist, bla bla. So. Ich bewerbe mir die jetzt. Jetzt haben wir den 21.06. 8.05 Uhr auf meiner Uhr. Und ja, warte ab. So, jetzt kommt ein User, der sich was richtig Schönes ausgedacht hat. Irgendeine dämonische Kraft mit schieß mich tot. Was gibt es noch nicht? Ist jetzt schwierig, das so spontan zu sagen. Dämonisches Kaugummi, so. Er bewerbt sich jetzt ein Kaugummi-Monster, er bewirbt sich Majin Buu. So, jetzt könnte ich hingehen. Moment. Eine dämonische Klebe-Kaufähigkeit soll mein Gegenstand haben. Und den habe ich am 21.06. um 8.05 Uhr habe ich den beworben. Das ist mir vorbehalten. So. Da könnte man eigentlich nichts gegen sagen, weil wir den offenen NRP-Weg euch zur Verfügung gestellt haben. So. Der User, der das sagt, also in dem Fall ich, mit seiner tollen Dämonenschatulle, der müsste natürlich belegen, dass sein In-Play darauf ausgelegt ist, dass er diese Fähigkeit auch bekommt. Ja, wenn der jetzt natürlich in RPG niemals was zu einem dämonischen Kaugummi geschrieben hat, dann hat er natürlich Pech gehabt. Dann ist der andere, der sich das gute Konzept ausgearbeitet hat, ist dann natürlich vorrangig zu bewerten. Aber ihr seht, dass macht Probleme, und oft ist es auch so, ich denke, da können euch User, die oft sehr viele Ideen haben für ihr RP, ich würde gerne wieder Kevin als Beispiel nehmen mit den Hikaris, es kam oft vor, dass in der Vergangenheit, als Ju in der Dunkelheit und Lichtkonzept noch nicht so zusammen ausgelegt waren, beziehungsweise das noch nicht so verwoben war, es waren die Annäherungen da, aber noch nicht so verwoben, dass wir ähnliche Ideen hatten, ja, und es praktisch fast gleiche Jutsus gab, und ich glaube, damals war das war mit einer der Gründe, warum wir gesagt haben, hey, warum verweben wir die Dinge nicht mehr, das passt so gut zusammen, alles Licht, Kontrast zur Dunkelheit, warum machen wir das nicht einfach so, und dann, jetzt haben wir ja die Möglichkeit, auch die gleichen Jutsus, bloß mit einer anderen Basis zu haben. Und das ist, denke ich, für Kevin und mich war das einfach besser, als zu sehen, hey, hoppla, die Idee hatte ich auch und der Penner hat es jetzt vor mir beworben, ja. Um das halt, dass ihr das versteht, warum wir das gemacht haben. Okay, machen wir weiter, sonst kommen wir nicht mehr durch. Das zweite war ein User-Antrag im Sinne der Bewertung der User bei der Tsubame-Familie, kommt mit der Bewertung oder mit der Bearbeitung der Kritik nicht wirklich hinterher, und er hat den Antrag ans Dev-Team gestellt, dass man das praktisch aufschiebt, ja, dass er Teile von der Bewerbung sich nachbewirbt. So. Das müssen wir leider grundsätzlich ablehnen. Ja, wenn man eine Bewerbung hat, wird die nicht aufgesplittet in Teilabschnitte, weil dein ganzes RP
dürfte diese Teilabschnitte, die du dir nachträgst, dürfte das nicht berücksichtigen. Und das geht in deinem Fall, geht das einfach nicht. Wenn ihr euch in den speziellen Fall einlesen möchtet, macht das entsprechend bei der Familie. Ich werde dazu jetzt nichts mehr im Detail sagen. Ich denke, das ist ein so spezieller Fall. Und Bewertungsgeschichte, das ist für die Allgemeinheit, ist das einfach nicht wichtig. Und da möchte ich die Länge der Mod-Konfi jetzt einfach reduzieren, weil wir sind schon bei über 25 Minuten. Und wenn man sich das alles geben möchte, dann ja. Okay, ein erfreuliches Thema, was gerade zu der Zeitangabe von mir passt. Es wird wieder eine große User-Konfi stattfinden. Ja? Das Dev-Team berät momentan an welchem Termin. Die nächsten zwei Wochenenden stehen für uns zur Auswahl, das heißt, wir wollen das zeitnah machen, und welche Termine genau dann für euch zur Auswahl stehen, das werden wir die Woche bekannt geben, und dann ja, tragt euch ein und dann sehen wir uns hoffentlich in der User-Konfi wieder. Die letzte hat ja super geklappt, war sehr viel Teilnahme. Wir wollen in der User-Konfi auch sehr, sehr stark über das aktive RP reden, welche Veränderungen gab es, und das ist halt ja, einfach nochmal ein bisschen quatschen, eure Anliegen, die euch auf dem Herzen liegen, darauf wollen wir uns fokussieren. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal im, ja, auch wieder live im Gespräch. Okay, dann ein Hinweis, der ich ja im Eingang des Videos habe ich den ja schon gebracht, Ankündigungen lesen. Dem Staff-Team ist halt aufgefallen, dass Ankündigungen nicht richtig gelesen werden, nicht richtig sich auch an die Ansprechpartner gewandt wird, wenn irgendwas ist. Und ja, jetzt haben wir hier mal das Audio-Format, später wird es auch ein bisschen videotechnisch sein. Ja gut, ihr müsst euch jetzt nicht die ganze Zeit mein Gesicht angucken. Ja, das, ich will ja nicht, dass ihr ausläuft oder so. Ja. Ich weiß, ich bin toll und das wollen wir halt ein bisschen vermeiden, sonst zeigt er mich noch an wegen Körperverletzung und das will ich nicht. Deshalb, ja, der Versuch, dass euch das wieder ein bisschen mehr Spaß macht als das stumpfe Lesen von den Dingern, aber es ist Pflicht, Leute, es ist einfach Pflicht, dass ihr die Ankündigungen lest und dass ihr auf jeden Fall auch sowas, wenn sowas ist wie die User-Konfi, dass ihr dem folgt. Ihr tut euch keinen Gefallen damit, wenn ihr es nicht macht, ja, aus Langeweile oder so, oder aus Unlust, dazu sagen, nee, will ich nicht, ja, tut euch selbst keinen Gefallen, und weil ihr die Regeln dann nicht genau kennt, ihr wisst nicht, wann etwas geändert wird, und wenn ihr persönliche Anliegen habt, wie in dem Fall, den ich jetzt als nächstes behandeln werde, und dann die Ankündigung nicht lest, dann seid ihr selbst dran schuld, also dann werdet ihr auch Verwarnungspunkte kassieren, und das ja, ist ja, denke ich, nicht in eurem Interesse. Ja, ich habe es angesprochen gerade eben, der gute Kabui hat in der letzten Ankündigung Änderungen in Bezug des Balancings von seinem Charakter bekommen. Ich will nicht genau auf die Änderungen eingehen. Es ging um seine Folientechniken, die er hat, dass er da noch ein bisschen aufstocken muss, beziehungsweise seine Erklärung umschreiben muss. Und dem ist er nicht nachgekommen innerhalb von der Frist, und deswegen erhält Kamui jetzt einen Verwarnungspunkt. Kamui, du bist für das laufende RP jetzt gesperrt, bis du deine Nachbewerbung gestellt hast und diese angenommen ist und deine Änderungen praktisch wirksam sind. Ja. Es tut uns leid, dass wir zu dem Schritt greifen mussten, aber das ist halt so ein typisches Beispiel von entweder Ankündigung nicht gelesen oder die Frist vergessen oder sonst irgendwas, und ihr macht uns mit solchem Verhalten, macht ihr uns eine unnötig Mehrarbeit, und das Dev-Team ist nicht stark genug in der Manpower, um das aufgreifen zu können. Deshalb müssen wir da mit VWPs leider als Reaktion drauf reagieren. Okay, dann etwas, was euch vielleicht auch betrifft, wenn ihr mal an der MK teilnehmen wollt. Unsere Userin und Moderatorin Martina aka Neko hat den Antrag gestellt, die MK zu verschieben. Momentan findet sie samstags um 21 Uhr statt. Vielleicht werde ich es auch in Zukunft machen, dass ich die MK direkt live schalte über Stream und ihr auch unsere Diskussionen mithören könnt, aber das muss ich erst miteinander ein bisschen besprechen, ob wir das mal machen können. Der Termin der MK soll verschoben werden auf einen anderen Wochentag. Das Dev-Team wird darüber abstimmen.
Es steht nur das Wochenende zur Auswahl, also Freitag, Samstag oder Sonntag. Martina hatte der Sonntag favorisiert, weil Samstag halt so ein Tag ist, wo man die meisten Erledigungen noch macht oder man sich mit Freunden trifft oder der Partner was machen will oder. Jeder weiß, warum Samstag ungünstig ist, um da einen anderen Termin zu machen für ein anderes Hobby. Ja, also das könnte euch passieren, dass wir das aufeinander Tag legen. Die Abstimmungsergebnisse, die werden wir euch zeitnah, sobald wir sie haben, zur Verfügung stellen. So, kommen wir zu den drei Ausnahmen, die gestellt worden sind. Erst, da Martina das letzte Thema war, machen wir hier auch mit Martina den Anfang und da das die Ausnahme war, die als erstes gestellt worden ist. Es geht um die Ausnahme für DNA-Veränderung und Alien-Kutschiose. So, uns hat das Konzept eigentlich sehr gut gefallen, dass es mal ein bisschen weggeht von den Dämonen, wobei die Dämonen gar nicht mehr so im Fokus stehen. Momentan sind es eher so Geister, Naturkram, wo so die Leute sich versuchen, ihre Besonderheiten zu holen. Wahrscheinlich habt ihr gemerkt, dass wir bei den Dämonen ein bisschen strenger kritisieren und kontrollieren. Jetzt müsst ihr euch auf einen anderen Bereich auslegen. Ja, es ist eine böswillige Unterstellung, ist mir egal. Zurück zu den Aliens. Es wird ja eine Alien-Kutschiose geben, die mit einer DNA-Veränderung einhergeht. Erstmal ist das Ding in der Form noch nicht möglich, obwohl wir das Konzept allgemein absegnen. Es darf nur eine Alien-Rasse geben, ja. Ob ihr die in zwei Unterarten spaltet oder sowas, das ist euer Ding. Die müssen aber vom Aussehen und von ihren Fähigkeiten klar und ganz genau vorgestellt werden, bevor wir die absegnen können. Das ist wichtig. So, dann ist es wichtig, dass ihr beschreibt, wie diese Aliens unentdeckt bleiben konnten. Dass sie nur unter der Erde sind, das reicht nicht. Wir haben im Forum Spürfähigkeiten wie den Sage Mode oder auch Kombinationsfähigkeiten wie das Karin-Erbe und wenn diese Viecher Chakra besitzen, dann können sie erspürt werden. Und jedes Lebewesen besitzt laut dem Manga-Beleg Chakra. Sie werden durch unsere Fähigkeiten, die wir in RPG haben, werden sie aufgefallen. Es muss begründet werden, warum das nicht so ist. Vielleicht merkt ihr jetzt schon, auf was ich als nächstes raus will. Ihr dürft diese Fähigkeiten nicht von RP-Start an besitzen. Es ist unmöglich, dass so Aliens den Leuten nicht aufgefallen wären. Das ist unmöglich, ja. Zwar wollt ihr das ja, dass sie so ein bisschen Außenseiter sind und so weiter, das können sie ja sein, ja. Aber es ist uns als Staff-Team wichtig, dass ihr diese Fähigkeiten in RPG bekommt. Ja. Das Wissen über die Aliens und so weiter, das muss in RPG entstanden sein. Dann steht eurem Konzept nichts im Wege, ja. Aber wenn ihr das alles von RPG-Start an haben wollt, da schon als Aliens im Dorf aufgewachsen sein wollt, das ist unmöglich. Also da müssen wir ganz klar ein abgelehnt dann aussprechen. Aber das wäre schade wegen dem Konzept, weil das Grundkonzept mit diesen Bewohnern praktisch, die es noch existieren kann, ja, oder die existieren sollten in der Welt, das ist ganz gut, ja. Aber, muss ich auch hier sagen, ihr habt ja zwei Möglichkeiten genannt, wo die Aliens herkommen sollen. Dieses Outer Space-Thema, das ist auch gestrichen, also das wollen wir nicht. Also wenn dann, das habt ihr ja schon ja, in meiner ganzen Vorstellung jetzt gehört, wenn dann dieses Unter der Erde-Geschichte zu berücksichtigen halt mit den Dingen, wie konnte man diese Dinge noch nicht aufspüren und warum, wieso, weshalb, ob ihr das über eine Barriere erklärt oder sonst was, ja. Da müsst ihr euch all die Spielfähigkeiten angucken, die wir in RPG haben und das dann darauf auslegen. Okay, also nochmal das Fazit zu dem Ding. Grundsätzlich möglich, aber bedarf Überarbeitung des Konzepts. Kommen wir zur Ausnahme von unserem Tashiro, der sich einen, sag ich jetzt mal, Shinobi aus vergangener Zeit als Geist nachbewerben wollte. Hier haben wir auch, das Grundkonzept ist möglich, aber wir müssen es leider, können wir es noch nicht in der Form abnehmen und müssen es beschneiden. Renegan, ja, das sollte jedem ein Begriff sein, das Renegan ist die einzige Technik, die über Leben und Tod gebieten kann. Sonst kann das keine Technik, ja. Selbst das Edo Tensei hat nichts mit der Unterwelt in dem Sinne zu tun, ja. Das ist,
Den Zugang zur Unterwelt zu schaffen, ist dem Renegan vorbehalten. So, das bedeutet, alles, was du mit der Unterwelt vorhast, vergiss es gleich. Das ist nicht möglich. Ja? So, dann muss deine Person, dein legendärer Shinobi, wie du es da so beschreibst, der muss ausgeschrieben werden. So legendär kann er nicht sein, weil ihn kein Schwanz kennt. Nur Manga-Originalcharaktere sind legendär, so was das allgemeine Shinobi-Wissen angeht. Ja? Wenn man eine Fraktion hat, ja, eine Fraktion wie jetzt Hikari oder Welt der Dunkelheit oder so weiter, die in sich geschlossen ist, dann kannst du von legendären Personen sprechen, aber nicht von einem allgemeinen Shinobi, der ach so bekannt ist, weil ihn kein Schwein kennt und noch nie jemand in RPG eingebaut hat. Das ist nicht möglich. Also bitte den legendären Status streichen. So, Siegeltechniken können nur von einem Gegensiegel gelöst werden. Das heißt, wenn du vorhast, mit normalen Ninjutsus Fuins zu lösen, wird das nicht möglich sein. Wenn du natürlich dich auf Bannfuins auslegen möchtest, muss das alles in die Person rein. Ja? Also alle Fähigkeiten, alles was der kann, muss in der Personenbeschreibung, muss das definiert werden und dann hast du Zugriff auf diese Fähigkeiten. Das ist genauso wie wenn du eine Kuchiose hast oder eine Verwandlungsform, einen Dämon, da müssen die Eigenschaften von Dämon müssen auch klar sein. Natürlich kannst du dir in Zusammenarbeit dann neue Sachen entwickeln, aber was der in seinem Ursprungszustand konnte, das muss definiert werden. Ja, es wäre genauso, wenn ein Biju keine Bijudama hätte, ja, und man die sich in RPG aus den Haaren herbeiziehen würde. Geht einfach nicht. Deswegen, das sind deine Punkte, die du überarbeiten musst. Ja, und ganz wichtig ist auch nochmal der Hinweis, wie hat dieser Geist überlebt? Welches Jutsu ist dafür verantwortlich und wieso? Und bedenke bitte, der Unterweltzugang ist dir nicht möglich. Ja? Wir sind gespannt darauf, wie du das Konzept umsetzen möchtest und wir freuen uns drauf, in der nächsten MK uns nochmal darüber zu unterhalten. Wenn du es natürlich fertig hast, das ist vorausgesetzt. Okay, dann kommen wir zu Kevins Aufnahme. Bei dir sind wir eigentlich relativ schnell fertig. Du arbeitest deine Konzepte immer gut aus. Wir haben aber bei deinem Begleiter ein großes Problem. Wie gliedert sich diese Kreatur in die allgemeine Storyline ein? Sage ich deshalb, weil ich ja mit der Welt der Dunkelheit momentan sehr, sehr viel Einfluss auch auf die Welt des Lichts nehmen kann, beziehungsweise ich auch die Vorgänge da spüre und fast die komplette Lichtgeschichte kenne. Und noch nie war von einem Beschützer des Meisters des Lichts die Rede oder von einer ganzen Familie. Auch wenn die ausgerottet ist, macht das in RPG keinen Sinn. Ja? Die Tengu-Welt ist von dir leider immer noch nicht definiert. Deswegen der Vorschlag von mir, arbeite die Tengu-Welt aus und arbeite sie in den Hikari-Clan ein. In meinem Fall ist die Anshu-Welt und die Welt des Meidos sowohl im Jun der Dunkelheit-Guide ausgearbeitet, als auch in der Kuchiose. So, du hast eine Kuchiose-Familie nicht für das Licht und jetzt im Zuge dieses Begleiters, den du haben möchtest, bitten wir dich darum, arbeite die Tengu-Welt aus, was ist da möglich, welche Eigenschaften hat die Welt des Lichts und so weiter, das muss endlich ausgearbeitet werden und dann können wir sehen, ob so ein Begleiter noch für dich möglich ist oder eben nicht, weil das muss natürlich auch irgendwie gedeichselt werden, warum man noch überhaupt nichts von diesem Wesen wusste. Und dann kann man erst in RP den Bezug darauf nehmen. Gut, dann war das die letzte Ausnahme, die gestellt worden ist. Noch so ein paar Worte allgemein möchte ich an euch richten. Ich bedanke mich erstmal für die Spenden, die mittlerweile schon eingegangen sind für die Roleplay Convention nächstes Jahr. Wir sind schon jenseits der 100 Euro. Ja, also ich glaube, aktueller Stand sind 138 Euro irgendwas, die wir zusammenbekommen haben. Deswegen schon mal vielen, vielen Dank an alle, die gespendet haben. Ich hoffe, dass das Jahr über, dass da noch mehr Spenden zusammenkommen. Und ich habe es mal so grob überschlagen, brauchen wir mindestens 750 Euro, um das Ganze realistisch zu finanzieren. Ja? Mit eingerechnet sind dann natürlich noch nicht Anfahrtswege und so weiter und Hotel und schlag mich tot. Das sind rein die Kosten für den Stand und für das zusätzliche Material, was wir benötigen. Ja? So. Nach dem RPC-Thema will ich euch noch über die Sommerpause informieren. Ja? Wenn ihr abwesend seid, über die Sommerferien, in Urlaub fahrt und so weiter,
wissen wir noch nicht, ob wir vielleicht nicht sogar eine Komplettabwesenheit schreiben, also wo auch das Dev-Team nur reduziert arbeitet. Das kommt darauf an, wie viele vom Team tatsächlich im parallelen Zeitraum weg sind. Ansonsten schreibt eure Abwesenheit rechtzeitig, dass wir wissen, okay, ja, da sind die und die Leute nicht verfügbar, dass auch eure Mitposter wissen, ja, wir müssen den Postplot beenden, bevor wir da dann 3 Wochen, was weiß ich, wenn ihr da 3 Wochen auf Malle seid oder keine Ahnung wo, bevor es da zu Verzögerungen kommt und das halbe RP halt lahm liegt. Ja. Der Ausruf für die User-Config gibt es auch nochmal von mir. Überlegt euch Themen, die ihr ansprechen wollt, alles, was euch auf dem Herzen liegt, und dann ja, können wir uns darüber unterhalten. Was ich auch nochmal sagen möchte am Rande, mir hat es sehr gut gefallen, dass momentan die Aktivitäten der großen Konfi wieder ein bisschen steigt. Auch dass wir außerhalb des Forums sehr viel miteinander machen, gefällt mir sehr gut. Ja, genau das ist das Thema, was ich auch auf der RPC am größten anschneiden möchte. Nicht nur unser Forum präsentieren und vorstellen, sondern die Community dahinter. Ja. Das Thema Eternal ist mittlerweile schon seit so vielen Jahren ein großer Begriff, ja, ein Name, der auch außerhalb von unserem Forum mittlerweile bekannt ist. Möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe in Final Fantasy, habe ich gestern oder vorgestern war das, einen Spieler getroffen, der die SWTOR-Gilde Eternal kannte. Von Vanya Vallis Chain, von unserem Server. Er hat an meinem Namen her Nepharas Aurion, weil ich den Namen so auch in SWTOR benutzt habe. Da war Nepharas der Vorname von meinem Main-Charakter und Aurion war mein Vermächtnisname, also praktisch der Familienname in Anführungszeichen. Und genauso ist das bei Final Fantasy, da muss man Vor- und Nachnamen definieren. Und den Gildennamen, er hat dann wohl sich mein Profil angeschaut, weil normalerweise sieht man nur den Kürzel und der heißt bei uns EW, also ewig während praktisch Eternal. Und da lässt ja noch nicht, kann man noch nicht durch EW auf Eternal schließen. Er hat wohl mein Profil betrachtet und hat dann den Namen Eternal gesehen und hat mich dann gefragt, ob ich derselbe Nepharas bin wie in SWTOR. Und er kannte mich dann wohl und ein bisschen ins Gespräch gekommen und der Spieler hat auch aufgehört, weil SWTOR ihm keinen Spaß mehr macht und weil er mit den Änderungen unzufrieden ist. Und da sieht man mal, wie sehr diese Eternal Community gewachsen ist und wie sehr man uns kennt. Ich finde es richtig gut, dass man außerhalb des Forums was zusammen macht. Egal, ob das jetzt Heroes of the Storm ist, was wir da spielen. Einige spielen League of Legends zusammen oder Counter-Strike. Oder halt Final Fantasy, wo wir mit einer Gilde vertreten sind. Ich will das alles noch ein bisschen mehr pushen. Wenn bei Philly und mir das Kind da ist und wir die Zeit dazu finden, werden wir uns, denke ich, auf das MMO Final Fantasy auch wieder ein bisschen mehr fokussieren. Dann werden wir das ein bisschen aufbauen, dann wieder raiden aktiv und versuchen da ja, uns die Serverspitze an den Nagel zu reißen, was, denke ich, auch möglich ist, weil ja, und dadurch die Bekanntheit ein bisschen pushen. Ich will Livestream-technisch ein bisschen mehr machen. Wenn es ein Heroes of the Storm jetzt bald wieder liegen oder Turniere gibt, da vielleicht auch mitmischen, wenn alle ihr Level 40 erreicht haben und wir da ein Team gründen können. Ja, das sind jetzt alles nur so ein paar Dinge, die nicht viel mit dem Forum zu tun haben, aber ich gerne mal loswerden möchte. Näheres dazu vielleicht in der User-Config. Wenn ihr euch unserem Heroes of the Storm Team anschließen möchtet oder in Final Fantasy loslegen möchtet, wenn MMOs was für euch sind, kann ich das nur empfehlen. Meldet euch bitte bei mir, also bei Minato Uzumaki, am besten via PN oder halt in Skype. Dann kann ich euch da in die entsprechende Gruppe dazufügen. Wenn ihr Counter-Strike oder League of Legends spielen möchtet, da sind Ansprechpartner wie Tim, also Ishiro Ensei, Kevin, also Fodo Hikari oder Mario, Zuko, Usuyame sind da eher eure Ansprechpartner, die daddeln das mehr, ja. Was heißt daddeln das mehr? Also die sind da nur vertreten, damit habe ich zum Beispiel nichts zu tun. Und dann kann man auch außerhalb vom Forum ein bisschen mehr zusammen machen. So, das war's mit den beiden Ankündigungen. 45 Minuten hat der ganze Krempel gedauert. Ich hoffe, es ist euch nicht zu lang. Und ich denke, wenn es nur um eine Ankündigung geht, dann sind wir da in 20 Minuten durch, je nach Themenstärke. Okay, das war's von meiner Seite aus. Kritik, Anregungen, Wünsche, dann bitte in die Ankündigung, wo das Video dann gepostet wird. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag und man sieht sich im Forum.